Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu Ozark Mega S oder wie man es ansonsten sagen würde, Mahlzeit. Ja, wie ihr am Titel erkennen könnt, geht es heute um das Thema Excel 95 und zwar meine Meinung zu der YouTube-Account-Sperre. Und zwar, ich war gestern Abend noch, also wir waren wirklich gestern Nachmittag so zwischen 17, 18, 19 Uhr war ich bei Excel MTS, auch mit Petra und so, und wir haben uns halt unterhalten. Da hatte er ja diese Geschichte schon mal im Teamspeak erzählt mit diesem Rainer Winkler, also diese angebliche Straftat, die da begangen wurde. Und ja, dann hat er später gegen, ich sag mal 20 Uhr, einen Livestream gestartet, weil Herr Newstime ein Video dazu rausgebracht hatte, in dem er halt falsche Informationen verteilt, weil er, also ich denke mal, Herr Newstime hat auf das ursprüngliche Video von gestern reagiert, vorgestern war das, wo er diesen Brief halt bekommen hat, und daraufhin hat Herr Newstime aber die Worte von Excel falsch interpretiert, also missinterpretiert. Er ging davon aus, dass Excel in der Form, so wie er das vorgetragen hat, der Täter dieser Straftat gewesen sein sollte, und Excel wollte das gerne im Livestream halt klären und korrigieren und hat halt dann mitgeteilt, okay, ey yo, Mr. Herr Newstime, du hast da was Falsches erzählt. Ist ja nicht so, sondern ich bin das Geopfer und der Geschädigte und auch gleichzeitig der Antragsteller. Also heißt, dass Excel selber das Opfer der Straftat geworden ist und deswegen von seiner Adresse eine Strafanzeige gegen diese Person, die ihm das da angetan haben sollte, halt über anonym gestellt wurde. Dann ging es halt gestern so weiter, dass Excel halt im Stream schon erzählt hatte, dass es halt momentan sowieso schlecht läuft und irgendwie ja YouTube ihn überhaupt nicht leiden kann. Ja, und dann mitten im Livestream ist dann gestern Abend der Kanalauftritt gecuttet worden und der Account hat seinen, also der YouTube-Account Excel95 hat jetzt seinen dritten Strike bekommen. Ja, auf Nachfrage bzw. dann auf Twitter-Meldung hat halt Tobi dann erzählt, dass er halt, wie gesagt, am Boden zerstört ist, ihm da wirklich seine Existenz da kaputt gemacht wird und dass die Sperre jetzt, also der dritte Strike auf dem YouTube-Kanal, für ein Video sein soll, was älter ist als ein Jahr. Wo ich mir dann so vorstelle, ey, was geht denn in den Köpfen in dieser Szene von YouTube Creators? Also das ist ja, gibt ja glaube ich so eine Gruppe, die heißt YouTube Creator Germany oder DE. Das ist so das Support-Team für alle YouTube Creator in Deutschland, die halt YouTube machen. Und generell YouTube Deutschland hat ja auch einen Support, sage ich jetzt mal. Und ich stelle mir gerade vor, was geht denn in den Köpfen von diesen Support-Leuten vor? Die müssen ja Excel so krass hassen oder irgendwie so krass missgünstig sein, dass sie sagen, hey, hier, ja, der hat jetzt seinen Content gehabt, aber jetzt, genau, anderthalb Jahre später, entspricht dieses Video nicht mehr den Community-Richtlinien, wir striken das mal, ja. Und ja, für die Leute, die es halt nicht kennen aus der YouTube-Szene, ist es halt so, ein Strike zählt halt wie so eine Verwarnung. Ja, wenn man drei Strikes hat, kann man seinen YouTube-Kanal nicht weiter betreiben und der wird sozusagen aufgrund von Nicht-Einhaltung der YouTube-Regeln dauerhaft gesperrt. Ja, dauerhaft heißt nicht, also ich weiß nicht, ob er gelöscht wird, das kann ich jetzt nicht sagen, aber dauerhaft gesperrt heißt, man kann halt keine Videos vom Kanal mehr angucken, man kann keine Videos mehr hochladen, man kann auch keine Videos mehr offline nehmen und man kann auch noch keine Livestreams mehr machen. Ja, also es ist alles sozusagen der gesamte Social-Media-Bereich, die Reichweite, die man sich aufgebaut hat, wird von jetzt auf gleich gecuttet und umgeschossen, sage ich jetzt mal. Und das finde ich extrem unfair und extrem schlimm. Das ist vor allen Dingen, wenn man sich halt Excels Content anguckt. Excel hat immer, ich sage jetzt mal so im Großen und Ganzen Lifestyle-Entertainment-Videos hochgeladen. Hier, ich zeige mal, was ich bei Lieferando Liefercheck bestellt habe. Ich rülpse mal, ich mache einen Lego-Stream, ich baue Lego zusammen. Also Content, der jetzt wirklich nicht strikefähig ist, dass da irgendwie ja Gewaltandrohung, Volksverhetzen, jugendgefährdend oder sonst was. Im Gegenteil, das ist einfach nur Humor, ja, spezieller Humor und Lifestyle gewesen. Und das konnte man auf jeden Fall, konnte man sich auf jeden Fall gut geben. Ich habe mir auch jetzt das Video, was er auf seinem Zweitkanal hochgeladen hat von Madeira, wo er dort mit Tanzi und ich glaube der andere heißt Tasty oder so unterwegs gewesen ist und wo sie dann da
Essen gewesen sind und halt auch Sport und Schwimmen und alles. Das war schon cool. Das habe ich mir voll gerne angeguckt, weil das halt so ein Moment ist, wo man sich denkt, so hey, Ferien halt, okay, ich gucke anderen Leuten mal Ferien machen zu, aber irgendwie war das auch niedlich und cool, weil er sich da halt wohl gefühlt und ja, nicht gestresst gefühlt hat, sage ich jetzt mal, entspannt halt, so wie man halt Urlaub auch haben sollte, wenn man Urlaub macht, dass man halt sich entspannt. Ja, und jetzt ist es halt wirklich so, dass dieser Strike ja den Hauptkanal komplett lahmgelegt hat und ja, man muss halt natürlich jetzt überlegen, was kann man jetzt als nächstes machen. Er hat es halt gestern auf Twitter mitgeteilt, ich habe es dann auch gleich geretweetet und habe dann halt auch nochmal an YouTube Deutschland, habe ich halt auch nochmal eine Twitter-Meldung geschickt, wo ich da geschrieben habe, das müssen sie doch mal bitte korrigieren. Einwandfreien Englisch, was ich kann. Nee. Und ja, das ist halt natürlich irgendwie alles sehr, sehr traurig. Vor allen Dingen, wenn man sich dann am gleichen Abend noch so 2-3 Stunden vorher im Teamspeak unterhalten hat, hey, wie geht's denn weiter? Was machst du jetzt? Wie sieht's jetzt aus? Und er dann halt wirklich auch mitteilt, hey, ich wollte jetzt sowieso den Kanal soweit retten, indem man alle Videos offline nimmt und die nur doch den Hauptkanal sozusagen für die Livestreams benutzt. Was ja trotzdem halt sehr, sehr, sehr sinnvoll ist, weil man natürlich mit den Livestreams ja auch entertainen kann und die Zuschauerschaft, die ja durchschnittlich bei Tobi im Stream sind, das sind ja immer so zwischen, ich sag mal, 1000, 1200 und 1900 oder 2000 Leuten sogar, die halt im Livestream zugucken. Das ist schon eine große Anzahl von Personen. Also wenn man sich das mal so überlegt, es gibt halt auf Twitch Leute, die streamen seit Monaten auf Twitch, die haben vielleicht 300 Zuschauer, ja. Und das ist dann doch schon eine Reichweite und auch eine mediale Präsenz, die man jetzt, ja, die man nicht missen möchte, wo man sagt, okay, man hat jetzt da so viel Reichweite gewonnen, man hat sich da was aufgebaut und möchte halt gerne seinen Zuschauern oder seinen, seinen Sympathisanten was mitteilen und möchte denen gerne Entertainment und Content bieten. Manche Leute gucken heutzutage YouTube-Livestreams, wie abends früher das Fernsehprogramm. Ja, andere Leute haben sich abends immer vor den Fernseher gesetzt, haben irgendeinen Shot geguckt. Heute gucken sich die Leute halt lieber mal halt einen Livestream an und gucken sich halt lieber an, wie Excel halt gerade, weiß ich nicht, eine Packung Spaghetti Bolognese verputzt oder so. Also jetzt einfach plakativ als Beispiel. Und da das einfach demjenigen, der ja damit auch sein Geld verdient, komplett ohne Vorwarnung, also hey, lieber Creator Excel, also wenn man das jetzt mal so plakativ macht, ja, das YouTube-Team meldet sich, hey, wir haben hier festgestellt, in deinen Videos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 und 8 haben wir Dinge entdeckt, da hat unser Algorithmus gesagt, die sind nicht Community-Richtlinien konform. Korrigier das mal bitte. Dann denke ich mal, dass da Excel hundertprozentig diesen Aufforderungen nachgekommen wäre. Und aber ohne Vorwarnung einfach das. Man kann ja auch da sozusagen als YouTube-Creator gar nichts machen. Man guckt auf seinen Kanal und plötzlich steht da, sie sind gestrikt. Ohne irgendeine Grundlage sozusagen. Was ich weiß ist, ein Strike auf den Videos ist von dem etwas älteren Video, wo er in, ich glaube, da hatte er noch in Berlin gewohnt, das ist dort, wo er seine Unterhose sauber macht. Ja, das heißt, er hatte irgendwie geschurzt, wenn ich das mal so sagen darf, und hatte halt einen Pups mit mehr. Und dann hat er seine Unterhose mit der Zahnbürste sauber gemacht, ja. Dass das vielleicht ein bisschen anstößig ist und so, ja, kann man drüber reden. Aber, was soll ich sagen, das kann man halt auch, da kann man halt auch einfach sagen, hey, das ist nicht jugendfreundlich oder nicht werbefreundlich, dann wird von dem Video die Monetarisierung oder sowas entfernt. Ja, das könnte ich mir noch vorstellen. Aber deswegen, wegen so einer Szene, wo jemand seine Unterhose sauber macht, ja, also um es jetzt wirklich nur mal ganz plakativ zu sagen, da wäscht jemand seine Wäsche. Das ist ja der Content, der bestrikt wurde. Da wäscht jemand seine Wäsche. Und deswegen einen Strike zu kriegen, das ist schon richtig hart. Also das ist, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ist für mich komplett so an den Haaren herbeigezogen. Und ich glaube, da gibt es Leute, die missgünstig sind und die Excel irgendwie hassen. Vielleicht gab es auch Leute, die aktiv ihn Videos von ihm einfach gemeldet haben und reportet haben. Das ist jetzt Spekulation von mir. Aber anders kann ich mir das nicht vorstellen. Vor allen Dingen bei Videos, die schon so alt sind. Normalerweise ist es ja wirklich so, dass YouTube, wenn man ein Video hochlädt und das online stellt, dann wird binnen der ersten 48 Stunden, also ich meine, ich lade ja auch meine YouTube-Videos hier hoch, und
binnen der ersten 48 Stunden wird das Video geprüft. Also auf eventuelle, ja, wie nennt sich denn das, Copyright Claims, also wenn man beispielsweise Musik von bestimmten Artists in seinem Video hat, die nicht freigegeben ist, also die nicht copyright-free ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel von Ariana Grande oder so was Musik in meinem Video hochladen würde, dann würde das vom Algorithmus und vom YouTube-System automatisch erkannt werden und würde dann automatisch sozusagen entweder die Monetarisierung sperren oder das Video sogar komplett sperren. Das kommt drauf an, wie der Künstler, der die Musik oder der die bestimmten, diesen Content, den man zusätzlich benutzt. Hoppala, ich habe den grünen Pfeil verpasst. Jetzt nochmal. Also, da kommt es halt drauf an, was der Künstler eingestellt hat. Heißt also, wenn jetzt beispielsweise Michael Jackson ist ja zum Beispiel tot, der kann ja nichts mehr einstellen. Jetzt könnte es natürlich sein, dass von YouTube voreingestellt wird, werden jetzt bestimmte Lieder von Michael Jackson in YouTube-Videos verwendet, wird das Video automatisch gesperrt. Ja, das Video wird dann automatisch als nicht freigegeben angezeigt und dann kriegt man da eine Meldung im YouTube Studio Center, hey, dieses Video hat eine Urheberrechtsverletzung oder ist nicht konform, und dann zeigen sie auch noch genau an, wo. Aber nach der Erstprüfung, wenn das Video dann online ist und dann durch ist, dann passiert erstmal damit nichts mehr. Das heißt also, das Video läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und dann glaube ich, weiß nicht, ob da nochmal eine Prüfung irgendwann alle 6 Monate erfolgt. Aber auf jeden Fall ein Video, was jetzt länger als ein Jahr online ist, da scheint es ja schon 2 Prüfungen gegeben zu haben, mindestens. Oder vielleicht sogar mehr interne bei YouTube, wo gesagt wurde, ja, also dieses Video, das ist jetzt eigentlich in Ordnung. Das kann man sich jetzt angucken. Das ist jetzt nicht schlimm. Das verstößt auch nicht gegen die Community-Richtlinien, also zum Zeitpunkt der damaligen Prüfung. Kann man sich angucken. Und jetzt, wo Excel schon 2 Strikes bekommen hat, ja, einfach nochmal einen dritten draufzusetzen, das ist schon übertrieben krass. Also da war ich gestern Abend schockiert und mich hat es auch schon ein bisschen wehmütig und traurig gemacht. Also, weil ich kann, wie gesagt, den Tobi sehr gut leiden. Ich kann auch seine Mutter ganz sehr, sehr, sehr gut leiden. Und da muss ich natürlich immer so sagen, da trifft es einfach die Falschen. Es gibt bestimmt auf YouTube 100 andere Leute, die das verdient haben mit ihren, wir machen Fake-Pranks und wir machen Fake-Gewinnspiele und wir zocken andere Leute ab und verkaufen nur irgendwelchen Schrott auf YouTube und bewerben irgendwelche Mistprodukte, dass diese Leute viel eher einen Strike verdient hätten als so ein Excel 95 halt. Und ja, für mich ist das, also ich hoffe wirklich hier, drücke beide Daumen so, beide Daumen nach oben. Tobi, lass dich nicht unterkriegen, falls du das Video hier siehst. Und ja, versuch mal irgendwie, oder ich hoffe, dass es da die Möglichkeit gibt, dass man da mit YouTube oder generell mit dem Creators-Team von YouTube, oh, ich werde hier von der Sonne geblendet, dass man da irgendwie Kontakt aufnehmen kann und da mit denen das klären kann. Das wird doch wohl möglich sein, in YouTube Deutschland mit irgendjemandem in Kontakt zu treten, der da von den Community-Teams oder von den Creator-Teams zur Verfügung steht, der genau für solche Support-Fälle doch eingestellt ist. Es muss doch irgendeine Support-Hotline geben, die sich darum kümmert und die dann dort diese Prüfung oder diese Sperre oder diese Strikes nochmal halt aufhebt, sage ich jetzt mal. Oder vielleicht halt da eine andere Entscheidung fällt. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall in diesem Sinne wirklich alles, alles Gute, viel Erfolg und hoffe, dass es da irgendwie klappt. Und so viel halt zu diesem Thema. Ja, ansonsten an meine Zuschauer jetzt nochmal. Falls euch dieses Video gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Wenn ihr der gleichen Meinung seid und meint, dass der arme Excel 95 das nicht verdient hat, lasst ein Abo da, wenn ihr weitere Meinungsvideos von mir sehen wollt. Könnt ihr halt hier machen oder hier. Irgendwo kommt da so ein lustiger Einblender, der euch dann darauf auffordert, unten auf den Abo-Button zu klicken. Und wenn ihr benachrichtigt werden wollt, dass ich ein neues Video hochgeladen habe, dann müsst ihr auch auf die Glocke klicken. Dann kriegt ihr immer oben so eine lustige kleine Glockenmitteilung, dass der Ozog ein neues Video hochgeladen hat. Ja, und ansonsten würde ich natürlich sagen, sehen wir uns einfach beim nächsten Video wieder. Stay real, bis dann, euer Ozog. Ciao.